Hallo und herzlich willkommen bei unserem digitalen Einführungsgespräch zu dem Stück De Fada von der Fritz-Reuter-Bühne. Das Stück des französischen Schriftstellers und Autors Florian Zeller wurde 2012 uraufgeführt und handelt von dem demenzerkrankten Albert, von seiner Familie, vor allem von seiner Tochter, und von seiner Wahrnehmung im Verlauf seiner Krankheit. Wir befinden uns hier heute im Zentrum Demenz in Schwerin. An meiner Seite Frau Puhlmann und Frau Benz. Würden Sie sich einmal vorstellen? Ja, sehr gerne. Genau, mein Name ist Maria Puhlmann. Ich leite das Zentrum Demenz hier in Schwerin. Wir sind seit etwa 17 Jahren hier in Schwerin tätig, in Beratungsbereichen und Unterstützungsangeboten. Ja, und ich würde jetzt an meine Kollegin Frau Benz weiterreichen. Genau, ich bin Nina Benz. Ich bin Mitarbeiterin im Zentrum Demenz seit ungefähr 5 Jahren. Bin eigentlich Biologin und habe danach in der Forschung und Diagnostik gearbeitet und freue mich jetzt hier im Zentrum Demenz, Menschen mit Demenz und deren Angehörige zu unterstützen. Und Frau Benz und Frau Puhlmann haben uns während unserer Arbeit an De Fada begleitet und zum Thema Demenz beraten. Das Zentrum Demenz ist eine Kontakt- und Informationsstelle für Menschen mit Demenzerkrankungen und auch für Angehörige. Und Sie haben sich vor unserem Kontakt bereits mit dem Film The Father, auch von Florian Zeller, auseinandergesetzt. Das ist eine direkte Adaption des Theaterstückes. Daher wussten Sie gleich, worum es geht. Genau, Sie hatten das mit Ihren Mitarbeiterinnen angeschaut. Und der Film erzählt die Geschichte aus der Sicht eines Demenzerkrankten. Wie haben Sie und Ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter diesen Film wahrgenommen? Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als wir den Film zum ersten Mal geschaut haben. Das war auf einer Reise mit unseren Ehrenamtlichen und die Reaktion war bei fast allen und auch bei mir ähnlich. Wir saßen erstmal da und waren total ergriffen und berührt, weil er sehr authentisch und realitätsnah ist und aber auch einen erstmal sehr verwirrt. Also ganz viele Fragezeichen standen in den Augen und es kamen auch gleich die Fragen so, hä, wer ist jetzt die richtige Tochter und wo wohnt der Mann? Hat er einen Schwiegersohn oder nicht? Und wir haben dann gleich in der Besprechung gemerkt, dass auch wir darauf keine Antworten haben. Und ich glaube, das ist genau die Stärke des Films, dass man mit Albert in seine Welt geht und merkt, nichts ist mehr verlässlich, nichts stimmt mehr. Und das erleben wir eben hier auch ganz oft. Auch die Wahrnehmung der An- und Zugehörigen ist total gut dargestellt. Also die Belastung, die Verzweiflung, die da in der Begleitung des Menschen mit Demenz gezeigt wird. Also wir haben sehr viel aus unserer Arbeit dort in dem Film gesehen. Und wir sind heute im Gespräch, weil Sie uns zum Thema Demenz sehr viel sagen können und möchten auch eine Verbindung zu dem Theaterstück aufbauen, beziehungsweise zu dem Film. Und da wäre meine Frage, was haben Sie an Frühanzeichen von Demenz oder an den Symptomen im Verlauf einer Demenz in diesem Film wiedergefunden? Was kann man auch im Theaterstück dadurch wiederfinden? Also zu Anfang einer Demenz ist es meist so, dass sich ja, die Krankheit erstmal einschleicht. Also den Beginn merkt man meist gar nicht, weil er so ganz kleinschrittig, Stück für Stück, weil die Krankheit dann so ganz leicht voranschreitet. Und das sind meistens einfach kleine Dinge, Wortfindungsstörungen, Dinge, die man gerade neu erfährt. Da kann man sich nicht dran erinnern. Später merkt man es, dass Absprachen einfach nicht eingehalten werden. Vielleicht sich das Verhalten auch ändert. Die Stimmung kann verändert sein. Also das schleicht sich meistens langsam ein und im Verlauf wird dann deutlich, dass diese Defizite dazu führen, dass man auf Hilfe angewiesen ist im Alltag, dass man sich selber nicht mehr strukturieren kann, Dinge nicht mehr planen kann und man dann eben auf Hilfe angewiesen ist. Fehler geschehen, genau. Und ich denke, Albert ist nicht mehr ganz am Anfang seiner Demenz, denn in dem Film findet man eben viele Dinge, die dann auch im Verlauf der Erkrankung häufig sind. Also ganz am Anfang habe ich schon gemerkt, da werden jetzt ganz viele Angehörige sagen, das kenne ich. Wo hast du meine Uhr hingelegt? Diese Beschuldigungen, wenn Dinge nicht mehr gefunden werden,
Das passiert ganz häufig, dass dann eben Angehörige oder die nächsten Personen, die an der die im Umfeld sind, dann die Schuldigen sind. Dass man auch Dinge, die man eigentlich wertvoll erachtet, gut versteckt und dann nicht wiederfindet. Und dann ist oft die einzige Lösung für den Betroffenen selbst, die anderen haben das genommen. Und das ist eben dann auch schwer für die Angehörigen, das auszuhalten. Dann kann Albert ja sehr gut überspielen auf seine Defizite. Also als die junge Pflegerin kommt, ist er ja ein ganz anderer Mensch und weiß auf einmal sehr viel und ist auch ja, fast jung in seinem Verhalten. Das kennen wir auch, vor allen Dingen in Situationen, wo man beurteilt und bewertet wird, wenn der MDK oder der medizinische Dienst kommt. Viele Menschen mit Demenz können eben in bestimmten Situationen ihre Defizite gut überspielen und für sich einstehen. Das merkt man bei Albert, wenn er sagt, ich komme sehr gut allein zurecht und ich brauche die Hilfe von anderen nicht. Des Weiteren fand ich das auch sehr gut dargestellt, dass man merkt, wie er sich einfach in seiner häuslichen Umgebung nicht mehr zurechtfindet. Dass Dinge, Orte und auch Personen verwechselt werden. Und es kann tatsächlich im weiteren Verlauf der Demenz dazu kommen, dass selbst nahe Angehörige nicht erkannt werden. Und das ist eben in dem Stück ja auch sehr gut dargestellt. Genau, und nicht zuletzt ist es eben so, dass die Welt für Menschen mit Demenz irgendwann absolut nicht mehr verlässlich ist und darum fühlen sich viele eben absolut nicht mehr sicher und geborgen und sind immer auf der Suche nach einem Ort, der diese Sicherheit und Geborgenheit gibt und den finden sie halt häufig nicht. Genau, was auch in den Beratungen oft auffällig ist, dass sich Angehörige dann melden, wenn sich eine Struktur verändert hat. Also wenn sie zum Beispiel gemerkt haben, sie fahren mit ihren Betroffenen in den Urlaub und auf einmal nehmen die Angehörigen diese Veränderung wahr. Also in erster Linie der Betroffene selbst erkennt seine veränderten Alltagsstrukturen selten bis gar nicht. Also wenn denn wirklich sich räumliche Veränderungen oder eben auch Verlust, ne? Also ist ja dann manchmal, wenn der Partner eben auch nicht mehr da ist, der Anker, der sonst einen immer unterstützt hat im Alltag und dann merken die Angehörigen, okay, da hat sich was verändert, da müssen wir gucken, dass wir da auch eine Möglichkeit finden, den Betroffenen dann zu unterstützen. Also der Betroffene selbst erkennt es nicht, dass er Demenz betroffen ist oder dass sich irgendwas verändert hat. Demenz ist eine unheilbare Erkrankung. Gibt es dennoch Möglichkeiten, dieser Erkrankung vorzubeugen oder durch Medikamente oder Ähnliches zumindest den Verlauf abzumildern? Genau, wichtig ist es, dass die Demenz diagnostiziert wird, um bestimmte Risikofaktoren auszuschließen, wie einen schlecht eingestellten Diabetes mellitus oder auch einen schlecht eingestellten Bluthochdruck. Alle, die nicht gut eingestellt sind, können Symptome einer Demenz entwickeln. Und das ist erstmal das Wichtigste beim niedergelassenen Hausarzt oder auch in der Gedächtnissprechstunde, Neurologen, Psychiater, die eben diese Diagnostik machen. Vorbeugen und was für einen selbst tun kann man auch. Es gibt die 5 L's, die wir auch gerne mit anbringen, auch innerhalb unserer Beratung. Das ist einmal Leben, also das bedeutet das Leben genießen, sich mit Leuten treffen, sich auszutauschen, also dass man wirklich auch im Geistigen auch aktiv bleibt. Dann das Lieben, das ist eben auch einfach wichtig, wertschätzend, dankbar zu sein, für Menschen da zu sein und auch zu unterstützen. Laufen, Bewegung, Sport machen ist wichtig für die Vorbeugung und auch wandern gehen, Natur, das Genießen einfach, zu reisen. Und damit beinhaltet ja auch vieles, ne? Auch Leben und Lieben, eben auch das Laufen. Dann haben wir noch das Lernen. Wir sollten ja nie auslernen und immer neu und aktiv sein und auch auf neue Dinge uns einstellen können und auch darauf einlassen. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Jetzt habe ich das 5. Lachen. Genau, also Lachen belebt uns. Lachen ist, wissen wir alle, Lachen ist gesund. Das macht uns selber glücklich
Und das ist eben auch einfach wichtig, gerade in der heutigen Gesellschaft ja auch, ne? Dass wir Dinge positiv sehen und uns auf das einstellen können, das, was auch auf uns zukommt, auch als Betroffener. Und Humor ist für den Bereich Demenz total wichtig. Ne? Ja, und wir, das sechste L passt leider nicht ganz, deswegen sagen wir plus gesunde Ernährung. Wenn wir natürlich auf unsere Ernährung achten und von jedem ein bisschen und in Maßen nehmen, also Stress kann ja auch gut sein in Maßen, ne? Und Ernährung eben auch mit Fleisch, Gemüse, das, was eben uns gut tut. Ja. Das sind die Sachen, wie man vorbeugen kann? Genau, genau. Und gibt es jetzt Behandlungsmöglichkeiten für diese Krankheit? Genau, Behandlungsmöglichkeiten gibt es begrenzt. Also es gibt medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten, was natürlich immer in enger Zusammenarbeit mit Neurologen und Psychiatern stattfinden sollte, weil die Krankheit kann nicht geheilt werden. Also wie Sie vorhin ja auch gesagt haben, es ist eine unheilbare Erkrankung. Man kann mit gewissen Medikamenten verlangsamen das Fortschreiten einer Demenz. Aber es ist natürlich auch mit anderen Risiko verbunden. Und da muss man wirklich für sich selber gucken, was möchte ich für meinen Betroffenen. Es gibt aber viele nicht-medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten wie eine Ergotherapie, Physiotherapie und auch eine Logopädie zu nutzen und das auch wirklich aktiv mit allen dreien Therapeuten auch zu gestalten. Umso besser ist der Effekt auch für den Betroffenen und auch für die Angehörigen. Ne? Also als Werkzeug, was sie haben, auch im Alltag, wenn der Therapeut nicht in der Häuslichkeit ist. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist ja auch die Pflege der Betroffenen. In dem Stück De Vader übernimmt das Anne, seine Tochter, worunter leider auch ihre Beziehung leidet. Haben Sie da Tipps, wie man am besten mit demenzerkrankten Personen umgehen kann, wie man sich selbst als Angehörige auch schützen kann? Ja, also es ist schwierig für gerade Angehörige, die viele, viele Jahre zusammengelebt, also oder zusammenleben. Für die Angehörigen wird es in dem Fall sehr schwierig, weil der Betroffene sich verändert und diesen Weg gemeinsam mit ihm zu gehen. Wir empfehlen auch, dass sich Angehörige Unterstützung holen, gerade so wie bei uns auch in unserer Kontakt- und Informationsstelle hier, dass sich Angehörige untereinander austauschen können, dass sie auch merken, dass sie nicht alleine sind in der Situation, weil es sind herausfordernde Situationen, die in der Häuslichkeit stattfinden. Der Mensch weiß nicht, wo es, also beide wissen nicht, wo es hingeht in der Häuslichkeit. Also sie, Missverständnisse treten auf, weil sie jeder ja in ihrer Lebensphase noch sind, dass, also gerade der Angehörige, wir sind ein Duo gemeinsam und wir gehen diesen Weg gemeinsam. Und dass der Angehörige sich darauf einstellen muss, dass der Weg sich verändert und trotzdem in Begleitung meines Betroffenen sein muss. Und das wertschätzende Verhalten ist ganz wichtig, dass sie sich darauf einlassen, dass die Welt verrückt wird für den Betroffenen und ihn trotzdem selbstbestimmt leben lassen zu dürfen. Wir verfallen ja ganz schnell in dieses Muster, mein Angehöriger ist krank und ich muss alles demjenigen abnehmen. Und das ist das, was überhaupt nicht gemacht werden darf. Also die Alltagskompetenzen müssen so lange wie möglich erhalten bleiben. Und das fängt mit Kaffee eingießen an und das hört mit Haushaltsreinigungen im Haus auf. Sie sollen das nicht abgenommen bekommen, weil das ist, sie müssen sich gebraucht fühlen. War das richtig? Ja. Ja. Das ist eigentlich auch eine Art Therapie, ne? Genau. Indem man den Alltag so lange wie es geht so normal wie möglich weiterlaufen lässt und die Menschen mit Demenz weiter mit einbezieht. Also man kann sich das ja vorstellen, wenn man so eine Erkrankung hat und einem immer mehr abgenommen wird, dann kriegt man auch immer mehr das Gefühl, eben ich werde gar nicht mehr gebraucht. Mhm. Und dann
macht man irgendwann auch nichts mehr und verlernt auch ganz schnell die Dinge. Also natürlich noch schneller, als wenn man immer wieder versucht, sich selber anzuziehen. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, die Krankheit zu akzeptieren, mhm, und das Verhalten nicht persönlich zu nehmen, das sich verändert. Weil wenn man sich sagt, okay, mein Angehöriger hat jetzt eine Demenz und er oder sie kann nicht mehr anders, resultiert dann natürlich auch heraus, dann muss ich jetzt anders. Also man muss sich an die Situation dann anpassen und man muss die neue Wahrnehmung der Betroffenen akzeptieren und versuchen, nicht immer dagegen, mhm, anzureden. Genau, das ist das höchste Gut eigentlich, diese Akzeptanz, also das zu erkennen, zu erlernen, dass ich mich auf den Betroffenen einlassen muss. Also ich muss man da wirklich auch sagen, weil sonst kommen nur noch Konflikte in der Häuslichkeit. Und das herausfordernde Verhalten wird dann immer mehr. Und dann sind schon die ganz Kleinigkeiten schon eine Herausforderung, die gar nicht sein müssen, wenn ich lerne, das zu akzeptieren. Und auch, dann ist die Tasse halt nicht in dem Schrank, wo sie immer reingehört. Ne? Also unsere Routinen sind ja so gefestigt in unserem Alltag, dass selbst das schon eine Herausforderung sein kann in der Häuslichkeit. Ne? Und gibt es einen Punkt, wo Sie sagen würden, da muss man es auf jeden Fall abgeben als Angehörige, ab da ist es nicht mehr handelbar? Ich würde sagen, der Punkt ist in jeder Familie an einem, mhm, unterschiedlichen Punkt erreicht. Ja. Weil das kommt immer auf die Lebensumstände an. Gibt es Angehörige in der Nähe? Gibt es ein stabiles Netzwerk von Helfern, mhm, und Unterstützern? Wie hat der pflegende oder betreuende Angehörige gelernt, sich einzulassen auf die, mhm, neue Situation, dann kann ein gemeinsames Leben in der Häuslichkeit ganz lange und, mhm, auch bis zum Schluss gut stattfinden, wenn man Hilfen annimmt, wenn man selber auch lernt, man muss Selbstfürsorge betreiben und auch mal für sich etwas tun. Und wenn jemand, ich sag mal, ganz alleine in der Stadt ist, die Kinder leben in München und in, weiß ich nicht, Düsseldorf oder in England und der Ehepartner ist verstorben, dann ist das natürlich eine ganz andere Situation. Mhm. Dann kann man auch mit Demenz alleine leben, mit Unterstützung von ambulanten Pflegediensten, von ehrenamtlichen Helfern und so weiter, aber da ist es wahrscheinlicher, dass der Punkt eher erreicht ist, dass man in eine andere Wohnform umziehen muss. Und weil wir gerade beim Thema sind, Umgang mit Demenzerkrankten, wir sind ja eine plattdeutsche Bühne und da habe ich natürlich die Frage, haben Sie Erfahrungen damit, wie Menschen mit Demenz auf ihre Muttersprache, wenn sie plattdeutsch war, reagieren? Also meine Erfahrung, also wir hatten auch Plattdeutsch bei uns im Unternehmen gehabt, wo auch die Tagesgäste daran teilnehmen konnten, das ist definitiv belebend. Sie fühlen sich in die Vergangenheit zurückversetzt, weil auf einmal sprechen sie alle. Also wir hatten einmal eine Situation gehabt, da sagte der eine Betroffene zu mir, ich wusste gar nicht, dass junge Menschen noch Plattdeutsch sprechen. Und so einen Satz hat er seit Monaten nicht mehr gesprochen. Er hat wirklich nur noch einen Wortschatz gehabt, vielleicht von 30 Wörtern. Und Sätze waren gar nicht mehr möglich, die zu formulieren, dass da ein Inhalt hintersteckte. Aber er war so abgeholt und so begeistert davon, dass ich glaube, dass die sich sehr, sehr wohl fühlen in ihrer Muttersprache und in dem Austausch. Es weckt ja auch Erinnerungen bei vielen, die diese Sprache vor allen Dingen in der Kindheit, mhm, gesprochen haben, von ihren Eltern gehört haben, aber auch ja, mit ihren Freunden gesprochen haben, die dann im Verlaufe des Lebens vielleicht nicht mehr so häufig gesprochen wurde. Wenn man das wieder hört, dann Kindheit ist oft im besten Fall mit positiven, mhm, Erinnerungen verbunden. Und wir kennen auch einige Familien und Paare, die heute immer noch zu Hause platt sprechen. Mhm. Und wenn man sie dann auch in der Begleitung und Betreuung da abholen kann, ist das natürlich vorteilhaft. Also wir singen auch gerne
mit unseren Menschen, mit den Menschen, die wir begleiten, oft platt und merken, dass das ja, dass sich alle eigentlich da abgeholt fühlen. Sogar welche, die zugezogen sind, freuen sich. Das ist was Besonderes. Ja. 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 Ach, schön. Und jetzt einmal als abschließende Frage, als Zentrum für Demenz, was bieten Sie an? Womit kann man sich an Sie wenden? Was haben Sie für Möglichkeiten, mit Ihren ehrenamtlichen Mitarbeitern die Menschen zu unterstützen? Genau, also wir haben eine breite Palette an Unterstützungsmöglichkeiten. Das fängt mit der Beratung für Angehörige, aber manchmal auch für Betroffene an. Also man kann mit uns einen Beratungstermin ausmachen, in dem wir uns mindestens eine Stunde Zeit nehmen und die Beratung kann ja unterschiedliche Themen beinhalten. Ne? Von der Diagnostik über den Umgang, über das, wie beantrage ich einen Pflegegrad, was muss man beachten, was sind die Leistungen der Pflegeversicherung, bis hin zu, wir geraten zu Hause aneinander, wie kommen wir zurecht, wie können wir jemanden, wie können wir Hilfsangebote etablieren bei uns in der Familie. Wir versuchen da auf alle Bedarfe einzugehen. Ich kann gar nicht alle Themen jetzt hier nennen. Und zusätzlich zu den Beratungen bieten wir tatsächlich auch Hilfe für Betroffene und für Angehörige an, in dem Sinn, dass wir mit ganz tollen Ehrenamtlichen zusammenarbeiten, die alle im Bereich Umgang und Begleitung von Menschen mit Demenz geschult sind und die vermitteln wir in die Häuslichkeit und dort schenken sie eben Zeit den Betroffenen. Die können das ganz gut annehmen, die andere Welt, in der sich dann die Betroffenen manchmal befinden. Und sie schenken in dem Moment den Angehörigen auch Zeit, nämlich mal das Zuhause zu verlassen und in Ruhe zum Arzt zu gehen oder mal mit den Freunden einen Kaffee trinken zu gehen. Da sind wir ganz individuell, auch in der Gestaltung. Manche Ehrenamtliche sind einmal in der Woche für 2 Stunden bei jemandem, um ihn oder sie zu betreuen. Wir hatten aber auch schon Betreuungen, die gingen bis 10 Stunden die Woche. Also wir versuchen ganz viel möglich zu machen und gehen da auch auf Vorlieben ein. Also manche spielen jede Woche ein und dasselbe Spiel und wissen dann immer schon, wenn die Frau kommt, dann weiß ich, es wird wieder gespielt. Genau, also das ist die eine Sache. Dann bieten wir 2-mal in der Woche eine Gruppe für Menschen mit Demenz an, die jetzt sehr wahrscheinlich bald Café Auguste heißen wird. Da wollen wir alle Sinne aktivieren. Wir spielen, wir rätseln, wir regen das Gedächtnis an. Wir gehen in den Austausch und in die Unterhaltung, wir bewegen uns auch und spielen Ball. Und ganz wichtig ist, dass wir einfach uns zusammensetzen, Kaffee trinken, Kuchen essen und ein nettes Miteinander haben. Wir singen auch, das ist ganz beliebt mit unseren Menschen mit Demenz. Dabei werden wir auch von Ehrenamtlichen unterstützt. Genau, und das bietet dann auch wieder den Angehörigen Zeit für sich und den Menschen mit Demenz Gemeinschaft, in der man so sein kann, wie man eben ist. Und eben noch eine gewisse Art von Anregung auch für das Gehirn. Genau. Zusätzlich die 5 L's. Genau, die 5 L's versuchen wir dort auch umzusetzen. Und zusätzlich machen wir im Jahr mindestens 2 Schulungen für Angehörige, die jeweils 8 Themen umfassen, in denen wir eben nochmal ausführlich auf unterschiedliche Themen eingehen, wie zum Beispiel Diagnostik, auch Therapiemöglichkeiten, Entlastungsmöglichkeiten, Rechtliches, Pflegeversicherung. Aber ganz wichtig in den Schulungen ist eben auch immer Umgang, Kommunikation, wie komme ich mit diesem veränderten Verhalten zurecht. Einmal im Monat findet ein Infoabend statt rund um das Thema Demenz. Öffentlich, kostenlos und für alle im Schleswig-Holstein-Haus. Wir machen Schulungen für Unternehmen, wenn das gewünscht ist. Und noch vieles mehr. Genau, Tanzcafé. Genau, Tanzcafé, einmal im Monat. Genau, wird das Tanzbein geschwungen. Genau, und was ich dazu noch sagen möchte, was
diese Beratungsstelle so besonders macht, ist, wir können schnell handeln, weil wir eben wirklich 35 Ehrenamtliche haben. Wir können sofort, wenn wir heute eine Beratung haben, wo eine schwierige Situation ist, sind unsere Ehrenamtlichen so aktiv und oftmals ist das dann ein, zwei Anrufe, die wir tätigen und schon können wir also wirklich schnell Unterstützung auch anbieten in der Häuslichkeit, ohne dass der Angehörige so einen Rattenschwanz mitbekommt an oder so einen Leitfaden, ne, wo er sich jetzt noch überall melden muss, um dementsprechend Unterstützung zu erhalten. Das ist wirklich das Gute und das Schöne an der Arbeit auch, dass man da aktiv sein kann sofort. Und ganz wichtig ist auch nochmal, wir machen auch Schulungen für Ehrenamtliche. Das heißt, wer ehrenamtlich Menschen mit Demenz und Angehörige unterstützen möchte, der oder die ist natürlich auch herzlich willkommen bei uns. Da freuen wir uns auch immer über Neuzugänge, weil es gibt ja auch immer wieder Ehrenamtliche, die aus unterschiedlichen Gründen ausscheiden. Und um weiter eben auch schnelle Hilfen den Menschen zukommen lassen zu können, freuen wir uns auch da über Interessierte. Das ist wichtig zu wissen. Genau. Das danke ich Ihnen sehr für dieses schöne Gespräch. Danke auch. Und Sie werden uns ja auch im Verlauf der Vorstellung noch begleiten. Es liegen auch immer Flyer aus. Das heißt, wer sich informieren möchte, hat immer die Möglichkeit dazu. Auf jeden Fall. Genau. Sehr gerne. Dann vielen Dank. Danke auch. Danke.